Hallo und schönen guten Abend. Ich melde mich hier wieder aus Silverglade und wir machen bei der Weihnachtsquest weiter. Okay, alle Pakete sind fertig. Bringen Sie zum Postboten Derek um die Ecke. Wir schicken die einmal per Post, da ich deine Hilfe bei etwas anderem brauche. Gut, dann tun wir dies. Pakete für alle Städte? Okay, wir werden sie so schnell wie möglich losschicken. Viele Weihnachtskarten zu dieser Jahreszeit. Da gab es dann zwei Fragmente wieder dazu. Jetzt machen wir die Weihnachtsböcke. Wir brauchen Stroh und rotes Band. Du kannst diese Dinge beim Weingarten abholen. Die Baroness sollte vom Hauptgebäude stehen. Dann holen wir das mal schnell. Morgen haben wir schon Donnerstag. Wie schnell die Zeit auf jeden Fall vergeht. So, hier ist die Baroness und wir wollen halt rote Bänder und Stroh. Ist es Zeit für Weihnachtsböcke? Ja, ist es. Liefere das Seidenband ab. Ich habe eine große Sammlung an Feinstoffen und Seidenbändern. Bring diese rote Seidenband zum Ratsmann. Das werden wunderschöne Weihnachtsböcke. Und eine Frage des Heus. Sprich mit Tyra beim Stall des Pferdesportcenters. Sie kann dir Heu geben. Dann holen wir uns jetzt erstmal unser Heu. Hallo, natürlich kann ich dir Heu für Weihnachtsböcke geben. Ich wollte dieses Jahr auch welche machen. Bring das Heu zum Ratsmann. Dann könnt ihr tolle Weihnachtsböcke machen. Mach's gut, Sabrina, und hab ein wundervolles Weihnachten. So, dann flitzen wir da mal eben wieder rüber und bleiben an der Bank hängen. Also ich habe heute hier in Star Stables nicht so viel gemacht, weil ich hatte im Real Life ein bisschen mehr zu tun, weil ich habe halt mein Pferd geschoren. Der hat halt so doll geschwitzt, immer beim Training. Und damit er halt nicht krank wird mit dem langen Fell vom Schweiß, haben wir ihm das halt abgeschoren. Also so Unterhals und Flanken und Bauch. Und wir sagen halt, das ist immer halt der Jagdschnitt, den er bekommen hat, weil da halt alle wichtigen Partien, so die Halsmuskeln, wo die Nerven lang gehen, der Rücken, die Nieren, die Kruppe, halt da an den Beinen, Gesicht, überall halt das Fell stehen geblieben ist. Und so kann er auch zwischendurch noch ohne Decke nach draußen auf dem Paddock oder Wiese gehen. So, wir sind in Silverglade wieder angekommen und geben das Seidenband ab. Perfektes Seidenband. Und wir geben jetzt auch das Heu ab. Da haben wir ja das Heu. Bitte helf mir, die Weihnachtsböcke zu basteln. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie man das macht. Es ist sehr schwer, weißt du? Ich teile das Material in 5 Haufen mit Heu und Band auf. Dann kannst du vielleicht den Rest machen. So, wir haben den ersten hergestellt. Zweiten.
dritten und vierten und den fünften. So. Einzigartige Weihnachtsböcke. Sehr gut. Kannst du die fünf Böcke auf dem Marktplatz verteilen? Stelle einen zum Baum und die anderen dorthin, wo sie am besten aussehen. So, dann sammeln wir jetzt erstmal. Die ganzen Böcke ein. So, dann gucken wir mal, wo wir sie aufstellen. Da nicht, aber hier vorne glitzert es ja schon mal. So, der erste. Also das geht ja ganz schnell hier mit der Quest. So. Danke, Sabrina. Die Weihnachtsböcke lassen den Marktplatz im neuen Glanz erstrahlen. Das ist doch schon mal schön. Heute müssen wir Geschenke abholen. Ich habe eine lange Liste mit Leuten, die wollen, dass wir ihre Pakete abholen. Landen der Hirte, Will bei der Mühle, Felix hier aus dem Dorf, Jenna, Frau Holzwurst, James, Felicity, Claire, Mario, hole Pakete bei all diesen Personen ab. Sprich wieder mit mir, wenn du fertig bist. Ich verspreche, dass du dich bis morgen ausruhen kannst, wenn du fertig bist. Du kannst natürlich den Pferdetransporter benutzen. Plane deine Reise gut, das kann dir einige Wege ersparen. Und guck auf die Karte. Damit du nicht vergisst, wo du schon gewesen bist. Viel Glück. So, wir fangen hier vorne dann direkt an. So, dann flitzen wir auch eben schon zur Mühle hoch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das der Idealweg alles halt ist, aber so von Will über dann runter zu landen, sollte halt ganz gut gehen schon mal. Dann nehmen wir hinten halt die Seilbahn, um Mario hochzukommen. Und dann können wir uns halt abholen lassen, weil wir haben ja unseren Heimatstall hier bei Moorland. Und dann einen Transporter nehmen und dann nach Fort Pinter und hier Firegrove und Belldale. Das sollte eigentlich ganz schnell dann gehen. Unser Pony ist halt nicht so schnell. Mit den kürzen Beinen. Hätte ich jetzt ein größeres Pferd, würden wir natürlich schneller von A nach B kommen. Aber Dream Dancer ist halt noch nicht austrainiert. Und erst wenn sie halt Level 15 ist, dann wechseln wir wieder. Also ich besitze ja nur drei Pferde, die keinen Namen halt mit Royal haben. Und das ist halt hier Dream Dancer, Fire Pearl und Daywalker, mein Anfangspferd. Alle anderen Namen bei den anderen Pferden haben halt immer Royal mit dabei, so wie Royal Pirate und Kiss und Royal Secret und Royal Mirror. Also wir haben ja jede Menge mit Royal. Weil ich finde den Namen halt sehr schön. Also ich wurde heute gefragt, warum denn meine Pferde alle Royal mit im Namen haben. Aber wie gesagt, ich finde den Namen halt echt toll und es ist halt so wie ein Zuchtzeichen. Und deswegen haben die alle Royal vorne stehen. So Royal Time, Royal Secret, Pirate und Kiss. So, dann haben wir hier vorne. Jetzt holen wir das vor allem Frau Holzworth noch ab.
Was habt ihr denn immer für Pferdelieblingsnamen? Hat jedes Pferd von euch halt auch so einen Namenstag, sag ich mal? Dass man sie halt immer wieder erkennt, wenn ihr damit unterwegs seid? Oder hat jedes Pferd von euch so einen anderen Namen? Also ihr könnt gerne dann eure Pferdenamen mal unterm Video gerne da lassen, so was ihr halt bevorzugt, ob jeder Pferde von euch halt so einen eigenen Namen haben oder ob ihr so wie ich es gemacht habt, so mit Royal halt so einen Zucht-Tag mit dabei dann habt. Und schreibt es einfach mal in die Kommentare, also es würde mich mal gerne interessieren. So, wir sind hier schon in Firegrove angekommen. Und jetzt brauchen wir halt nur noch ein Geschenk abholen. So, das haben wir dann auch schon erledigt. Und auf zu Steve seiner Farm. Du bist sehr fleißig, Sabrina. Die beste Hilfe, die ich je hatte. So, jetzt müssen wir nur noch die Geschenke unter dem Baum legen. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Na gut, dann packen wir die jetzt alle unter den Baum. Das geht ja ganz schnell. Ja, wir haben heute mit Dream Dancer beim Pony-Championat mitgemacht und wir haben hier den ersten Platz gemacht. So, was sagt der Ratsmann? Schön, jetzt sind die Geschenke unterm Baum. Da können wir gleich weiter questen. Schau, ob der Schneider Donald hier aus dem Dorf ein paar Weihnachtsstrümpfe hat. Gucken wir mal, was unser kleines Schneiderlein hier um der Ecke dann hat. So. Nein, Weihnachtsstrümpfe sind aus. Ich kann dir aber einen wunderbaren Weihnachtsstrumpf stricken, wenn du willst. Der wird nur nicht vor morgen fertig sein. Jetzt ist dein Weihnachtsstrumpf fertig. Nimm ihn und zeig ihm den Ratsmann. So. Wir haben da erstmal wieder so einen schicken Strumpf. Was für ein schöner Weihnachtsstrumpf. Dann wollen wir mal schauen, wo wir ihn aufhängen. Ich weiß, hängt der Weihnachtsstrumpf hier am Mast neben mir auf. Da hängt er gut und der Weihnachtsmann kann ihn gar nicht verfehlen. So, gemacht, getan. Da hängt er gut. Frage Harold, ob die Weihnachtsgrütze für den Weihnachtsmann fertig ist. Ja gut, das machen wir dann auch. Der ist ja auch hier vorne links gleich. So. Genau, die Weihnachtsgrütze. Ich fange sofort an.
Die Grütze hat die ganze Nacht gekocht, sie ist richtig lecker geworden. Aber sie ist für den Weihnachtsmann. Stell sie auf die Treppe einiger Häuser hier im Dorf und melde dich dann beim Ratsmann. So. Wir verteilen dann mal hier eben den Weihnachtsbrei. Da soll halt nichts hin, dann reiten wir mal hier oben lang, wo wir auch schon die Zwerge und Lebkuchen verteilt haben. Und da hinten gibt es das auch noch mal. So, haben wir alles erfüllt. Und dann geht's wieder zum Ratsmann. Jetzt wird sich der Weihnachtsmann freuen. Man sollte es nie mit ihm sich verscherzen. So. Die Weihnachtslimonade ist fertig und ich dachte, du könntest sie abholen. Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtslimonade? Es bedarf großer Geschicklichkeit, Sabrina, oder? Das weißt du ja. Deswegen gebe ich dir diesen Auftrag. Reite zur Baroness und hole ein Fass. Transportiere es auf dem Rücken deines Pferdes und reite nicht zu schnell, sonst explodiert das Fass. Die Kohlensäure kann den Druck im Fass sonst zu hoch werden lassen. Und dann macht's Bumm. Vielleicht können wir das ja aber auch umgehen, indem wir einfach den Transporter dann benutzen. Schauen wir gleich dann mal. So, hier rutschen wir erstmal runter. Und unsere Dream Dancer stoppt dann erstmal. Die hat wohl keine Lust, dann sofort weiter zu galoppieren. Die Weihnachtslimonade ist fertig. Guten Tag, Sabrina. Ja, unsere berühmte Weihnachtslimonade ist fertig. Ich habe hier ein Fass für das Dorf. Nimm das Fass mit der Weihnachtslimonade und liefere es beim Ratsmann ab. Das Fass steht hier bei der Mauer. Reite vorsichtig, damit nichts passiert. Dir wird der Druckzustand im Fass angezeigt. Wenn der Druck zu hoch ist, explodiert das Fass. Und wir müssen von vorne anfangen. Ich hoffe, dass wir das vermeiden können. Weihnachtslimonade ist sehr teuer. Wenn du siehst, dass der Druck steigt, musst du vorsichtiger reiten. Da ist das Fass. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Geschichte auch mit dem Transporter hinkriegen. So, wir möchten zu Steve seiner Farm. Gucken wir mal, ob das so funktioniert und ob wir dann nur von Steve seiner Farm darüber reiten. Guck mal, das ist doch schon mal ein kurzer Weg. Das sieht doch gleich viel besser aus, als wenn man jetzt gleich, also da hätte einen langen Weg reiten müssen. Da
Da haben wir gut was an Weg auf jeden Fall gespart. So. Hast du gesehen, Sabrina? Ach, die Weihnachtslimonade, die habe ich ja fast vergessen. Das Jahr hat's jetzt zum Glück geklappt. Die Limonade ist aufgrund deiner hervorragenden Reitkunst daheim angekommen. Danke. Hier hast du in der Zwischenzeit wild zugegangen. Wieso ist es wild zugegangen? Ich glaube meinen Augen nicht. Die Weihnachtsböcke sind ganz wild geworden. Sie rennen im Dorf herum und erschrecken die Kinder. Wie das möglich ist? Da steckt doch irgendein Zauber dahinter. Wir müssen sie stoppen. Reite zu Steve und hole ein Lasso. Schnell, bevor die verrückten Böcke noch mehr zerstören. Also, wie ihr seht, flitzen die Viecher hier gerade durch die Gegend und wir holen jetzt ein Lasso und fangen sie dann wieder ein. Das war nicht so gut. Laufen die Weihnachtsböcke amok im Dorf? Das ist wirklich komisch, muss ich sagen. Na klar, kannst du ein Lasso bekommen. Nimm es und fang die verrückten Weihnachtsböcke. Melde dich beim Ratsmann, wenn du fertig bist. So, wir haben hier bei uns jetzt im Inventar das Lasso. Und damit fangen wir jetzt die wilden Weihnachtsböcke dann ein. Wenn Dream Dancer sich jetzt langsam hier bequemt, vorwärts zu gehen. So, da hoppelt der erste. Den haben wir schon mal. Fehlt uns aber noch zwei. Wo hoppeln die denn rum? Da hinten. So, zupp. Und da ist der andere. Okay, springen ist hier verboten. Stecken wir jetzt hier echt fest? Los hier, hinter dem Bock her. Wir brauchen ihn. So, da haben wir alle einen gefangen. Puh, das war echt krass. Zum Glück konntest du sie mit dem Lasso fangen und dem Elend ein Ende bereiten. So, damit haben wir erstmal für heute unsere Questreihe hier fertig. Wie ihr seht, ist hier wieder die Uhr. Das bedeutet, es geht morgen für uns weiter. Deswegen machen wir hier jetzt einen Cut. Und ich wünsche euch dann eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss, tschüss.